Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte Info Thüringen. Das ist der dritte Traktor jetzt für unseren Feld Nummer 11. Zwecks Aussaat. Mais. Das wird da einstellen werden. Und dann haben wir noch eine Mission fertig, 31. Am Arsch der Welt. Ja, Düngen ist Nummer 35 noch angesagt. Aktiv. Wo ist die 35? Das liegt auf dem Weg zurück. Wie gesagt, Feld Nummer 11 fangen wir heute nicht mehr an. Weil es besser mit Kursproblemen, wenn man das durchzieht mit einem Ritt. Das heißt, dass wir das heute nicht hinkriegen mehr in der jetzigen Folge. Aber vorbereiten wir das alles noch schön. Dann können wir das entsprechend. Für euch ist das morgen, für mich ist das in einer Woche. So. Da ist das zu Ende und da geht es nicht weiter. Da müssen wir entsprechend Retour fahren. Sonst geht es nämlich. Wenn wir runterfahren, fallen, ist es schlecht. Ja, in Thüringen ist viel Wald. Aber wir haben trotzdem genug Felder zum Bearbeiten. Müssen wir hier am Feldrand langfahren. Am Feldweg. Links geht der Abgrund. Ja, sehr tief. So. Jetzt müssen wir an die kleine Karte machen, nebenan. Wir sehen, wo wir langfahren. Beziehungsweise, wo unser Ziel ist. Ja, schöne Bäume. Aber mit Missionen ein kleines Vermögen verdient. Werden wir auch brauchen. Wir wollen ein paar Kühe kaufen. Heute weiß ich noch nicht genau. Ich werde noch die Feld 11 vorbereiten noch. Das heißt, wir noch einen Tag dahin fahren und die 35 haben wir jetzt starten. So. Wo ist die Maus? Da. So, zurück. Jetzt kann er auch düngen. Und morgen müssen wir dann entsprechend noch unsere Felder nacharbeiten, wenn es schon geht. So, der gut zumachen.
So, so. Warum erinnern sich ein bisschen besser? Ich weiß gar nicht, wo das Wochenende liegen wird. Das ist so vorbeigerauscht. 2 Tage war nichts. Die Winterreifen habe ich gemacht. Die Winterreifen, ja. Ist ja in Österreich ab 1. Mal mehr Pflicht. Und heute ist ja, keine Ahnung, datummäßig, auch Oktober. Aber ist ja nicht mehr lange hin, ne? Und ich wollte ja auch nicht warten bis zum letzten Drücker. Für mich war es auch wichtig gewesen, dass es noch einigermaßen warm draußen ist, und trocken vor allen Dingen. Ist einer noch im Feld, den können wir auch noch zurückfahren. Also 11 machen wir mit 3 Fahrzeugen, das müsste hinkommen. Mit je 2 Vorgewände zur nächsten Folge im Prinzip. Den anderen werden wir zurückfahren und entsprechend auch gucken wir, vielleicht kriegen wir noch eine Seemission für ein kleines Feld. Anführungszeichen. Und da kann man ja starten zur Not, wenn wir es noch schaffen. So. Angekommen. Dünger ist noch Blei dabei. Da ist fix fleißig. Und der andere, wo ist der? Ja. 1, 3, 4. Der ist auch bei 37. Okay. Wir werden mal eine Tiere kaufen. Und wir brauchen Kühe. Mal Gas wissen. Bisschen Stress zur Zeit, aber gut. Irgendwann wird es ein bisschen ruhiger. Man könnte ja noch mehr Düngemission machen und muss entsprechend Fahrzeuge kaufen. Oh, das geht schon so. Wir wollen noch eine. Ja, sowas wollen wir nicht kaufen. Braun wollte ich kaufen. Braun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 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
erwachsene große Kühe. Und klar, bei großen Tieren geht ja nun mal nicht so viel rein. Also müsste man praktisch zwei Viehengen haben. Für erwachsene, große, erwachsene Tiere müsste man dann nur 12 raufpacken und für Jungtiere dann theoretisch 24. In der Theorie wäre das so. Aber ob wir das dann so machen werden, man kann ja auch theoretisch die Tiere vor Ort kaufen. Kostet nur eine Gebühr. Gut, da könnte man nebenbei düngen, ne? Auch kein Thema. Wir können auch von oben ranfahren. Ich wollte mal schauen. Rechts die Wiese wollte ich ein bisschen bearbeiten, um da Gebäude platzieren zu können. Also den Fehler nochmal mache ich nicht, wie auf dem Futterbeschwerg. Weil da kommen wir schlecht hoch und runter. Da muss ich noch mit Terraformik arbeiten. Ups. Hab gerade nach der Zeit geschaut. Weil es ist ein bisschen ungünstig, also noch nicht perfekt. Aber ich wollte von hier ranfahren, das geht vielleicht ein bisschen besser. Aber das durchsichtige, die durchsichtige Lampe werden wir gleich wegmachen. Garage. Aber jetzt wollen wir die Lampe suchen. Weil da steht er im Weg. Also das Mist nicht zu sehen ist auch komisch. Gut, das geht schon mal. Super. Bald ist. Jetzt können wir bald hier neunzig Tiere haben wir jetzt. Oben noch ein Schwung. Oder das schaffen wir sonst nicht mehr heute. Machen wir hier vorne Einkauf. So, das heißt. Ein Tier kostet 1200 Gebühr. Dann mache ich bis 10.000 Gebühr. So. Schauen wir ganz kurz, was das eingebracht hat, wie viele Tiere jetzt sind. 142, kaufen wir 8 zu, dann haben wir 150. Eins, zwei,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, mal schauen mal. Mischration und Wasser. Mischration. Das lohnt sich auch schon was. Alt S. 16.900, also fast 17.000 Mischrationen. Wasser füllt sich auf. Sauberkeit ist schon wieder mistig geworden. Wo ich dann Barane kauft. Gut, habe ich es beim Verkehrt gekauft. Dann haben wir ein bisschen exotisches Tiere hierbei. Bei die hier. Oh nee. Die sehen so jämmerlich aus. Aber das ist eine Rinderart für Amerika, die die Hitze vertragen. Gut. Dann parken wir den LKW ein. Also 150 Tiere haben wir jetzt. Kommen wir da durch? Nein. Müssen wir ein bisschen zurückfahren. Und fahren links vorbei. Also der Schnee hört gar nicht auf. Und das ist fertig. Und 37. Das passt. Dann können wir ja sagen, wir haben Feierabend. So. Heißt 37. Lassen. Entlassen. So, abgeschlossen. Danke fürs Geld. 30 abgeschlossen. Danke fürs Geld. So. Jetzt gibt's noch für Seemission. 17 sehen, 15, 9 Gruppen, na Gruppen wollen wir nicht. Jetzt haben wir natürlich 11 aktiv, die machen wir nächste Woche. Dann sei mal für heute tschüss und wink, wink. Nervt, ne? Also mal tschüss und wink, wink. Und nächste Woche geht's weiter, also beziehungsweise morgen. Tschüss.